Hier ist Bully Talk, das Eishockey-TV-Magazin mit einem Special zur U20-WM Division 1 Gruppe A mit der deutschen U20-Nationalmannschaft im französischen Courchevel und Méribel. Eine Woche lang kämpfte die deutsche U20-Eishockey-Nationalmannschaft um den Aufstieg in die A-Gruppe. Am Ende blieb trotz insgesamt guter Leistungen für das Team von Bundestrainer Christian Künast nur Platz 3. Wir haben einige der deutschen Spieler beim Turnier genauer unter die Lupe genommen. Hier ist unsere Themenübersicht. Kapitän Tobias Eder und Neuling Nico Strodel nach dem wichtigen 4:1 Prestigeerfolg gegen Österreich. Also es ist ein tolles Gefühl, für das eigene Vaterland zu spielen und ja, es ist eine super Mannschaft hier. Top-Talent und Schweden-Legionär Dominik Bock und der jüngste Spieler im DEB-Team Moritz Seider im Interview. Ja, es ist natürlich eine Riesenehre für mich, hier Teil der Mannschaft sein zu können. Der zweifache Torschütze Valentin Busch und der Berliner Junge im Team Charlie Janke nach dem klaren 7:2-Sieg über die Ungarn. Und ja, ich denke, dann haben wir es wieder souverän gelöst im zweiten Drittel und dritte Drittel war dann wieder das, was wir spielen konnten. Zum Abschluss des Turniers, das Fazit des Bundestrainers. Das sagt Christian Künast zum Abschneiden der deutschen U20 beim Turnier in Frankreich. Aber so ist leider der Sport und es kann auch mal bitter sein und es war heute so ein Moment, aber ich kann keinen Spieler einen Vorwurf machen. Wir haben alles gegeben und leider ist es so gekommen, wie es jetzt ist. Und jetzt heißt es Mund abputzen, ein bisschen pausieren und dann müssen wir von Neuem wieder angreifen. Und außerdem, was macht eigentlich der ehemalige U17-Nationalspieler und ehemalige Krefelder Artem Klein? Wir trafen ihn in Hügelsheim. Kann man, denke ich mal, nachvollziehen. Und schade, dass es so gelaufen ist. Gerne wäre ich Profi-Eishockeyspieler geworden. Aber wenn es nicht geklappt hat, warum nicht? Dann muss man irgendwo anders Fuß fassen. Und ich bin froh, dass ich mich für ein Studium entschieden habe. Ich bin sehr glücklich und es ist okay, wie alles gelaufen ist. Tobias Eder, Kapitän der U20-Nationalmannschaft. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Fragen wir erstmal, wie ist das Spiel oder wie hast du das Spiel gegen Kasachstan gesehen vorgestern, euer Auftaktspiel? Es war ein schwieriges Spiel. Die Kasachen, die sind defensiv sehr gut gestanden. Und wir haben uns schwer getan, Tore zu schießen. Und dann sind wir für unsere Leichtsinnigkeit bestraft worden. Und am Ende waren wir dann froh, dass wir noch den Ausgleich gemacht haben und dass wir den Punkt noch mitgenommen haben. Und heute dann 4 Tore geschossen, das lief dann gleich doch etwas besser. Natürlich. Was anderes, jetzt ein drittes Jahr, dass du U20-Nationalmannschaft spielst. Wie siehst du dieses Jahr das Team aufgestellt? Ich finde, dass wir relativ gut aufgestellt sind. Wir haben einen sehr starken Torhüter, wir sind in der Verteidigung top aufgestellt. Wir haben 4 ausgeglichene Reihen. Von dem her kann man sich nicht beschweren. Und wie siehst du die Entwicklung jetzt so über die letzten 3 Jahre im Team? Wird immer besser. Wird immer besser. Nico Strodel ist bei uns vom Team Germany. Es ist das erste Mal, dass du Nationalmannschaft spielst. Wie ist die Erfahrung für dich? Ja, das ist eine super Erfahrung, sich mit Gleichaltrigen zu messen auf so einem hohen Niveau. Und man kann einfach nur Erfahrungen mitnehmen und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es ist ein tolles Gefühl, für das eigene Vaterland zu spielen und ja, es ist eine super Mannschaft hier. Du spielst ja bei Red Bull Salzburg in der Red Bull-Organisation. Kannst du ein bisschen was über eure Mannschaft erzählen? Welches Alter ist das? Ist das noch Nachwuchs oder ist das eigentlich schon Seniorenhockey? Wir spielen in der Seniorenliga, aber wir sind noch eine junge Mannschaft. Wir haben einen 95er-Jahrgang und sonst ist es bis 99 runter. Und wir sollen halt dann uns an das Seniorenhockey gewöhnen, da alles mitnehmen und wir sollen dann für die DEL vorbereitet werden und die Österreicher für die EBL. Was sind die größten Unterschiede jetzt zur DNL? Beziehungsweise, du hast ja auch schon in Essen gespielt, Deutsche Oberliga. Wie sind jetzt da die Unterschiede jetzt zu eurem Team? Es ist ein körperlicher Unterschied zur DNL. Also es wird viel mehr Körper gespielt und es sind härtere Zweikämpfe des Spieles an sich. Schneller und man muss einfach genau aufpassen, wo man die Scheibe hinspielt, weil es kann direkt zu einem Gegentor führen. Und jetzt im Vergleich jetzt zur Oberliga in Deutschland, wie ist das Niveau jetzt in der Alps Hockey League, wo ihr spielt? Es gibt Teams, die sind so wie die Oberligamannschaften, aber an sich, wir haben schon viele alte DEL-Spieler in unserer Liga, auch viele, die EBL gespielt haben, die zwar älter sind, langsamer, aber die viel Erfahrung mitnehmen und
man kann halt von denen auch nur lernen und von seinen eigenen Fehlern, die man in den Spielen macht. Und ja, aus der Liga kann man super viel mitnehmen. Ja, aber sonst große Unterschiede gibt es nicht zur Oberliga. Was ist für dich das Herausragende, das vielleicht auch das Faszinierende jetzt an der Red Bull-Organisation? Dass man so viel geboten kriegt, man hat so viele Trainingsmöglichkeiten, man hat so einen großen Teamstaff, die kümmern sich einfach um alles. Und ja, egal ob man Verletzungen hat, man wird immer versorgt und man kann so viel mitnehmen daraus, so viel trainieren. Und wir waren auch in Finnland, haben da nur 20 Liga gespielt, haben da Erfahrungen gesammelt und das erlebt man nicht oft. Du bist ja von zu Hause sehr früh ausgezogen, mit 15 glaube ich. Dann bist du nach Düsseldorf gegangen, hast erst bei deinem Bruder Manu gewohnt. Jetzt bist du nach Salzburg gegangen. Der Pascal Große, der auch bei der DEG gespielt hat, ist auch mit. Macht das einen Unterschied? Hilft das ein bisschen, wenn man dann auch gleich wieder Leute kennt? Ja, natürlich ist es ein Vorteil, wenn man Leute kennt, mit denen man reden kann. Man kann sich leichter einfügen. Aber ich hatte das Glück, dass auch zwei weitere Spieler von der Nationalmannschaft, der Tobi und der Niklas Postel, in Salzburg gespielt haben, die ich auch kannte und so fiel das einen leichter. Aber die Mannschaft hat es sehr einfach gemacht und sehr gut aufgenommen. Noch ganz kurz, du hast jetzt über der Red Bull halt auch in München gespielt. Champions Hockey League, hast da sogar ein Tor gemacht. Wie war die Erfahrung für dich? Super, man kann so viel mitnehmen von den Älteren und mal vor so einer Kulisse zu spielen, das ist einfach toll. Also München ist nicht umsonst zweimal deutscher Meister geworden und die haben sehr gute Spieler, von denen man so viel mitnehmen kann. Die Anreise jetzt hier ins französische Skigebiet, wie hat sich die gestaltet für euch? Wir sind letzten Donnerstag, glaube ich, nach Genf geflogen. Von da aus weiter mit dem Bus dann nach Courchevel. Und da ist auch unser Hotel. Und jetzt heute zum Spiel sind wir dann mit dem Bus hergefahren. Wie sind gerade die Straßenverhältnisse? Bescheiden. Aber Hauptsache der Bus fährt euch gut hin, ne? Ja, da passt alles. Wir fahren immer früh genug weg, von dem her gibt es da keine Probleme. Ihr seid aber in Courchevel im Hotel untergebracht und von da aus könnt ihr laufen zur Halle, oder? Ja, genau. Wir sind noch ein bisschen weiter oben am Berg, als wie das Eisstadion ist. Und wir können dann, entweder haben wir so Shuttlebusse oder wir können mit der Gondel fahren. Genau. Das hört sich auch mal ganz interessant an. Wie macht sich das bemerkbar? Der Courchevel liegt ja auf 1800 Metern Höhe. Macht sich das überhaupt bemerkbar? Ja, die ersten Tage vielleicht, aber wir haben auch durch unseren Staff super, super Leute dabei, die wo da sehr gut darauf achten, dass es uns an nichts fehlt. Und von dem her ist da alles in Ordnung. Du selbst spielst bei Red Bull Salzburg in der Organisation. Es sind noch vier weitere bei euch im Team, die auch dort spielen. Jetzt bei Österreich sind, glaube ich, 6 dabei gewesen. Macht das jetzt irgendetwas aus für die Mannschaft, für eure Mannschaft oder auch gegen im Prinzip die Kollegen dann zu spielen? Nein, natürlich nicht. Also es ist natürlich schön, wenn so viele von der eigenen Mannschaft mit dabei sind. Aber also natürlich ist es was Besonderes, dann gegen Österreich zu spielen und gegen die Teamkollegen zu spielen. Aber es ist im Grunde genommen wie jedes andere Spiel. Auf dem Eis gibt es keine Freunde und von dem her ist da keine Gnade. Dominik Bock, erstmal Glückwunsch zum Sieg. 4 Tore geschossen. Wie hast du das Spiel gesehen? Das Spiel war sehr gut. Beide Mannschaften haben sehr aggressiv gespielt und sehr gut, dass wir gewonnen haben. Und ja, ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben alle haben gut gespielt. Jeder Spieler hat sich fürs Team angestrengt und ja, es war ein gutes Spiel von uns. Du hast auch das erste Tor gemacht. Das war dann quasi der Türöffner. Ihr habt dann 2 schnelle hinterhergelegt. Würdest du es auch so sehen? Ja, also es war natürlich geil, dass ich gleich das Tor schieße und danach gleich 2 schnelle Tore hinterherfallen. Das bringt uns natürlich sehr gut ins Spiel und ja, also es war geil, ja. Du bist aus Schweinfurt und hast dann ab letzten Jahrgang Schüler in Köln gespielt. Wie hast du die Zeit in der DNL in Köln für dich gesehen? Ja, die Zeit in der DNL war sehr gut. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft und das Training war sehr gut. Die Mannschaft war gut und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht in Köln. Und dann bist du diese Saison jetzt nach Schweden gegangen. Erzähl mal kurz darüber ein bisschen. Ja, Schweden natürlich sehr gutes Eishockeyland. Ich wusste davor schon, dass sie Nachwuchs sehr gut fördern und
Ja, also bis jetzt läuft alles perfekt. Du hast ja auch schon ein paar SHL-Einsätze gehabt, auch Champions Hockey League gespielt. Wie ist die Erfahrung für dich gewesen mit den Erwachsenen und ja wirklich ein gutes Team? Ja, natürlich, das ist geil, wenn man direkt mit den Profis dann auch spielen darf und trainieren darf. Natürlich macht es sehr viel Spaß und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass ich noch mehr Spiele mitmachen kann. Das bringt dich also in der Entwicklung weiter. Wie ist der Unterschied im Eishockey? Du spielst ja eigentlich auch noch U20 in Schweden. Wie ist der Unterschied halt zu unserer U20? Ja, der größte Unterschied, finde ich, ist einfach das Tempo. Die Spieler laufen besser Schlittschuh, finde ich, sind schneller und das Spiel ist einfach ein bisschen technisch versierter und ja, es ist einfach auch aggressiver und ja. Moritz Seider, du bist der Jüngste jetzt hier in der U20 vor Deutschland. Wie fühlt sich das an? Letztes Jahr hast du noch U18 gespielt. Ja, es ist natürlich eine Riesenehre für mich, hier Teil der Mannschaft sein zu können. Dass ich meine Fähigkeiten hier mit einbringen kann, finde ich super, dass die Trainer uns vertrauen. Und ja, ich meine, die Truppe hilft einem ungemein und das macht schon richtig Spaß mit den Jungs. Und dann wurde deine Leistung heute auch noch mit einem Tor gekrönt. Ja, natürlich, der wurde natürlich schön aufgelegt. Konnte man nicht mehr viel falsch machen. Kurz zu dir, du bist aus Zell an der Mosel. Bist du dann, seid ihr dann direkt nach Erfurt gezogen oder wie kommst du dann nach Erfurt, da Eishockey zu lernen? Also meine Eltern haben dort gearbeitet in Erfurt, sind dann nach Zell an die Mosel gezogen. Dort haben wir dann 10 Jahre gelebt und mit 3 sind wir dann wieder zurück nach Erfurt. Und dann im Kindergarten gab es dann so ein Schnuppertraining und da kam es dann dazu, dass dann aufs Eis ging. Da bist du dann dran hängen geblieben? Ja, es war dann sofort, hat Spaß gemacht, die Kufen unterm Eis zu spüren und dann sind wir da hängen geblieben und ich denke, das läuft ganz gut im Moment. Wie kommt es, dass man dann schon mit 14 dann nach Mannheim geht? Ja, es war dann die große Entscheidung, gab schon immer großes Interesse von Mannheim. Ich war dann auf einigen Turnieren dabei und dann kam halt die Entscheidung, ob jetzt oder nicht. Und meine Eltern waren halt zur Zeit so, dass sie gesagt haben, ja okay, wir werden den Schritt mit dir gehen. Und dann sind wir alle zusammen als Familie umgezogen und da ziehe ich auch meinen Hut vor, das ist eine Riesenleistung. Und ja, weil ich bin halt ein Familienmensch und deshalb kam mir das ganz schön entgegen. Also nichts Internat oder Pflege, Gastfamilie oder so? Nee, also Familie war schon immer ein großer Teil von mir und ohne sie hätte ich den Schritt auch nicht gemacht. Wobei es natürlich dann auch sehr riskant ist, man muss als Eltern dann ja auch einen Job da finden, ne? Ja genau, sie sind beide gelernte Altenpfleger, ich denke der Beruf wird überall gesucht, aber ja, haben schnell Anschluss gefunden und jetzt passt alles. So, und seither bist du also in Mannheim bei den Jungadlern und hast jetzt sogar ein paar Einsätze in der DEL gehabt. Wie war das für dich? Ja, das ist natürlich unbeschreiblich, wenn dann in Mannheim auf einmal das Tor aufrollt und du rennst dann vor 13.000 Fans. Ist schon unbeschreiblich, da stellen sich schon die Nackenhaare auf. Aber die Jungs nehmen halt super auf, sind halt alle professionell und nehmen dir halt einfach den Druck. Und so konnte man halt einfach ganz entspannt aufspielen, als wäre es ein ganz normales Spiel. Und da bin ich auch sehr froh drum. Und konntest du jetzt aus diesen Senioren einsetzen, dann auch schon was mitnehmen jetzt hier für die WM? Hilft dir das vielleicht auch? Ja, natürlich. Die Geschwindigkeit und das Tempo und die Passhärte ist halt alles brutal anders. Und da kann ich einiges mitnehmen. Und vor allem die Pässe, finde ich, sind hier auf höherem Niveau viel härter als zu uns in der DNL. Und das, denke ich, mit der größte Unterschied, der das professionelle Eishockey mit ausmacht. Und wie siehst du hier beim Turnier die Konkurrenz? Ja, ich denke, es ist alles ziemlich eng hier. Wir spielen ganz gut. Wir haben natürlich unglücklich gegen Kasachstan verloren. Die marschieren im Moment auch. Aber ich denke, wir müssen uns nur auf uns konzentrieren und dann Sieg für Spiel, Spiel für Spiel denken. Und dann holen wir uns einen Sieg nach dem anderen und dann schauen wir am Ende, wo es hinläuft. Prima, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank und dir weiter viel Glück. Valentin Busch steht bei uns. Glückwunsch zum Sieg. 2 Tore hast du in diesem Spiel gemacht. Wie hast du deine beiden Tore gesehen? Ja, war ganz gut. Das erste Tor war glücklich, dass ich meine genaue Scheibe vor die Schaufel gesprungen habe, ich nur reinschieben müssen. Das zweite Tor war ein gutes Assist vom Eder Tobi. Und ja, wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben. Du warst letztes Jahr bei der WM auch dabei, bei der U20. Da hast du in der gesamten WM 2 gemacht, heute 2 in einem Spiel. Ist das schon etwas Besonderes? Ja klar, es ist Besonderes. Es ist immer gut, wenn man einen Adler vorne auf der Brust hat. Und ja, wie gesagt, wir wollen jeden Tag ein Stück besser werden. Und, ja.
Du spielst hauptsächlich in Bayreuth, hast auch eine Förderlizenz von Nürnberg, aber halt hauptsächlich Bayreuth. Da spielst du auch mit deinem Bruder Sebastian zusammen. Ja. Wie ist das? Man geht immer davon aus, man freut sich mit dem Bruder. Ja klar, am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, weil ich mit ihm noch nicht zusammengespielt habe. Aber dann das erste Mal, wo wir ins Eis gegangen sind, das Beste kann mir nicht passieren, dass ich mit ihm zusammenspiele. Und es klappt überragend. Und ihr macht euch nicht gegenseitig Konkurrenz? Ihr seid beide Stürmer? Nee, es gibt Sachen, was mein Bruder besser kann, es gibt Sachen, was ich besser kann. Also da Konkurrenz ist eigentlich gar nicht bei uns. Und wo gehen deine Ziele hin? Das Jahr auf jeden Fall noch der Aufstieg. Und dann schauen wir mal, ich lasse das auf mich zukommen. Bei uns steht Charlie Janke. Erstmal Glückwunsch zum 7:2 Sieg über Ungarn. War ein eindrucksvoller Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ich denke, wir hatten kein gutes erstes Drittel. So können wir nicht anfangen. Können wir uns bei unserem Torhüter Mirko Pantowski bedanken, dass wir nicht in 3-0-13 Rückstand gegangen sind. Und ja, ich denke, dann haben wir es wieder souverän gelöst im zweiten Drittel. Und dritte Drittel war dann wieder das, was wir spielen konnten. Du bist das zweite Jahr jetzt bei der U20. Welche Unterschiede siehst du im Team und auch im Gegner, in den Gegnern? Eigentlich nicht viel, hat sich nicht viel geändert. Das Team ist, waren beide Jahre bis jetzt gut, guter Teamgeist. Und ja, klar, merkt man ein bisschen, dass ein Unterschied war, wenn man gegen ein Jahr Ältere gespielt hat, aber sonst so große Unterschiede gibt es jetzt auch nicht. Du bist aus Berlin, du bist in Berlin, du bleibst in Berlin? Ja, erstmal schon, so ist der Plan. Du trägst jetzt hier bei der Nationalmannschaft die 11. Sven Felski ist die Erinnerung. Hast du vor, da so ihm nachzufolgen? Das weiß ich nicht. Die Zukunft möchte man sich auch immer offen halten. Also schauen wir mal, wie sich es entwickelt. So. Aber bis jetzt bin ich zufrieden bei den Eisbären. Also. Ja, momentan spielst du bei den Eisbären und hast Förderlizenz zu den Lausitzer Füchsen. Hast im Prinzip jetzt hälftig gespielt bei beiden. Wie ist es für dich, so zweite Liga und zwischendurch dann wieder DEL zu spielen? Ja, das ist halt schon ein bisschen stressig immer mit den Reisen, aber es passt schon. Es ist halt nur wichtig, dass man, umso höher man in der Liga ist, ein Spiel einfacher hält und dann passt das schon. Wie funktioniert das überhaupt mit den beiden Teams? Ich meine, die sind ja nicht direkt nebeneinander, nicht direkt vor der Tür sozusagen. Ach, das geht schon, es ist 2 Stunden Autofahrt, also so weit weg ist es jetzt auch nicht. Also es geht alles schon. Na gut, dann sagen wir danke und bis morgen, tschüss. Gerne. Christian Kühners, kurz ein paar Worte zum Abschluss des Turniers, vielleicht vom ganzen Turnierverlauf. Ja, wenn man so wie heute verliert, dann ist es natürlich bitter, weil die Jungs haben alles gegeben, man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Wir hatten auch die Chancen, dass wir das Spiel gewinnen, aber so ist leider der Sport und es kann auch mal bitter sein und es war heute so ein Moment, aber ich kann keinen Spieler einen Vorwurf machen, wir haben alles gegeben und leider ist es so gekommen, wie es jetzt ist und jetzt heißt es Mund abputzen, ein bisschen pausieren und dann müssten wir von Neuem wieder angreifen. Wie haben Sie insgesamt das Turnier gesehen? Waren die Gegner vielleicht stärker oder woran hat es hauptsächlich gelegen? Nein, ich glaube wie jedes Jahr, die letzten 2 Jahre auch, es ist sehr eng. Also man hat nach oben viele Möglichkeiten, aber es kann auch schnell nach unten gehen. Und das haben wir heute gemerkt wieder, wie eng das ist auf dem Niveau. Und mei, es ist schwierig, wir sind in dem Bereich nicht in den Top 8 der Welt oder nicht in der Top 10 und darum müssen wir daran weiterarbeiten. Woran muss am meisten jetzt gearbeitet werden für die kommende Saison dann? Ja, das ist jetzt, glaube ich, zu kurz danach, das zu müssen. Und einfach schauen, dass man wieder einen neuen, guten Mannschaft zusammenbaut. Und so wie es jetzt auch war, es war eine sehr gute Mannschaft. Und da muss man schauen, dass man das wieder findet. Aber das ist jetzt im Moment sehr schwer. Ich wollte sagen, es sind nur 4 Mann dabei gewesen, die nächstes Jahr noch mitspielen dürfen. Ne? Also im Prinzip eine ganz neue Mannschaft dann nächstes Jahr. Ja, das ist ein Neuanfang, das ist oft so bei Jahrgangsmannschaften und da haben wir auch wieder gute Spieler und da muss man halt schauen, dass man die richtige Mannschaft findet. Noch ganz kurz hier ein Wort zu der zur Location sozusagen, mitten im Skigebiet, was halten Sie davon? Ja, es war also die Franzosen haben sich sehr bemüht und es war sehr gut organisiert und ja, man sieht es ja selber, es ist wunderschön hier, aber ich glaube, wenn man den Erfolg nicht hat, dann ist es egal, was draußen los ist. Okay, dann sagen wir Dankeschön und viel Glück fürs nächste Mal. Was macht eigentlich Artem Klein? Artem Klein war in den letzten Jahren regelmäßiger Gast vor dem Mikrofon von Eishockey Magazin. Wir haben ihn ein wenig begleitet über die Jahre und nun haben wir ihn wieder getroffen in Hügelsheim. Er spielt dort mit den Mad Dogs Mannheim und erzählt uns, was er heute macht.
Tim Klein, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Wir sind hier in Hügelsheim und haben gerade ein Spiel der Regionalliga Südwest gesehen. Du mit den Mad-Dogs, ihr habt ganz knapp verloren, 4-5. Kannst du kurz sagen, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also schwer zu sagen. Also war wieder knapp 4-5. Wir hatten viele Spiele mit solchen Ergebnissen, dass wir mal mit 1-2 Toren Unterschied verloren haben. Das war heute aber wie die meiste Saison eigentlich hinaus. Schade eigentlich, aber gut, wir müssen das auch so realistisch sehen. Wir sind von der Qualität sicherlich schwächer als die anderen Teams. Und wir spielen mit der Mannschaft, die letztes Jahr aus der Landesliga aufgestiegen ist. Wir haben 3-4 nur neue Leute da bekommen. Und nichtsdestotrotz sind wir trotzdem zufrieden. Also wir lassen uns nicht abschlagen dieses Jahr, aber erhoffen uns dann nächste Saison auf jeden Fall eine Steigerung. Du hast das A auf der Brust in der Statistik. Heißt es, du bist auch der Co-Trainer? Wie gestaltet sich das? Naja, also erstmal vorab, also wir haben natürlich einen Head Coach, also wir haben einen Trainer. Da wir eine sehr junge Mannschaft haben, da wir sehr unerfahrene Leute haben, die zumeist nur DNL2 oder niedriger gespielt haben, wir haben sehr viele junge Leute, hat sich das im Endeffekt einfach so ergeben. Ich habe mich dann bereit erklärt, der Mannschaft zu helfen im sportlichen Bereich, dass ich dem Trainer aushelfe und auch im organisatorischen Bereich, also ob es Off-Ice, On-Ice ist, ob es irgendwelche Sachen zu managen sind, versuche ich da anzupacken und mitzuhelfen. Das macht mir auch Spaß, aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich einen Trainer, der ist da natürlich auch verantwortlich für Aufstellung und sonst was. Ich bin da einfach nur zur Hilfe oder zur Seite da. Und selber einen Trainerschein zu machen, so in die Richtung, hast du da Ambitionen vielleicht? Also erstmal, bei mir ist das auch so, dass ich studiere ja und das Studium liegt jetzt natürlich im Vordergrund. Also solange das Studium nicht fertig ist, werde ich sicherlich keinen Trainerschein machen. Aber ich habe mir das auch noch nie überlegt, einen zu machen, in Richtung Trainer zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich da der richtige Typ dafür wäre. Mir macht Spaß, aber Fokus aufs Studium, dass das glatt läuft. Und dann wird man sehen, was in der Zukunft passiert. Wir haben, glaube ich, zuletzt gesprochen, als du den Vertrag bei den Hannover Scorpions hattest, bevor die dann kurzfristig aus der DL ausgestiegen sind. Danach hast du irgendwie so gar nicht mehr die Chance gehabt, Höherklasse oder im Profi-Eishockey Fuß zu fassen. Ja, es ist schade gelaufen. Also im Nachwuchs lief es eigentlich relativ gut. Ich war ambitioniert, also ich wollte unbedingt Profi-Eishockeyspieler werden, klar. Dann hat sich das über Jahre natürlich anders ergeben. Da ist man in der Oberliga stecken geblieben. Und man muss es aber realistisch sehen. Also wenn man in der Oberliga jetzt kein Topspieler war, der irgendwie Ambitionen auf zweite Liga hatte und selbst aus der zweiten Liga dann in die DL zu kommen, dann muss er natürlich gut liefern. Und in dem Fall war ich aber realistisch. Ich wollte mein Abitur dann im Endeffekt nicht verschwenden. Und habe dann im Endeffekt das Studium vor Oberliga Eishockey vorgezogen. Aber ich denke, die Entscheidung kann man, denke ich mal, nachvollziehen. Und schade, dass es so gelaufen ist. Gerne wäre ich Profi-Eishockeyspieler geworden. Aber wenn es nicht geklappt hat, warum nicht? Dann muss man irgendwo anders Fuß fassen. Und ich bin froh, dass ich mich für ein Studium entschieden habe. Ich bin sehr glücklich und es ist okay, wie alles gelaufen ist. Okay, und jetzt Regionalliga Eishockey. Wie oft trainiert ihr? Wir haben insgesamt zweimal die Woche Training. Das ist schon anspruchsvoll von der Zeit, wenn man natürlich sieht, ich muss also jeden Tag auch was für die Uni machen. Da reicht es natürlich zweimal die Woche zu trainieren. Dann haben wir 1-2 Spiele in der Woche. Auch Auswärtsspiele wie hier in Hügelsheim. Das nimmt natürlich schon Zeit auf sich. Aber ganz ohne Eishockey könnte ich, glaube ich, nicht. Also natürlich, wenn man mit 6 Jahren angefangen hat, ich spiele das jetzt seit 17 Jahren, da will man natürlich nicht einfach so mit 23 die Schlittschuhe an den Nagel hängen. Und das ist ein super Ausgleich zum Studium. Und du sagtest, die Mannschaft ist sehr jung, das heißt, die gehen dann auch größtenteils noch zur Schule oder Studium oder ja. Wie sieht das aus? Also wir haben viele 17-, 18-, 19-Jährige, viele machen noch ihr Abitur, Fachabitur. Einige sind bei der Ausbildung, einige studieren bei uns im Team. Also das Team besteht natürlich zu 90% aus jungen Leuten. Dann haben wir noch erfahrene Leute da, die arbeiten natürlich. Also hier gibt es keine Jungs bei uns, die nur Eishockey spielen. In Hügelsheim gibt es sowas zum Beispiel oder bei anderen Vereinen, die zahlen dann immer noch Geld in der Regionalliga. Und das gibt es bei uns zum Beispiel gar nicht. Und die Jungs, das ist einfach nur, sagen wir mal, amateurhaft. Also das ist einfach nur das ist einfach Breitensport, wenn man das so sagen muss. Also das kann man natürlich nicht den Jungs übel nehmen, wenn die mal nicht zum Training kommen, wenn sie studieren oder spielen. Aber dementsprechend sind wir natürlich auch da dran, dass wir auch nächstes Jahr einen Schritt weitermachen. Aber da wird sich natürlich nichts ändern, dass der größte Teil der Mannschaft nebenbei auf jeden Fall was macht, klar. Und euer Kapitän, habe ich gesehen, der reißt den Schnitt ziemlich nach oben. Hochachtung, 50 Jahre, ne? Finde ich klasse, dass der auch noch
gut mithalten kann. Ja, also ich weiß nicht, also wenn ich 50 wäre, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch Eishockey spielen könnte. Ich bin schon 23 und denke mir manchmal so, da zwickt es ein bisschen. Mit 50 gut ab, natürlich auch, sicherlich müssen wir das so sehen, das Niveau, das ist immer noch Regionalliga in Deutschland, aber auch da muss man sich bewegen, muss man irgendwie eine gewisse Ausdauer mitbringen und also Hut ab, wie gesagt. Also ich glaube, ich mit 50, schau mal, ob ich das noch durchhalten könnte. Ja gut, wir sprechen uns dann nochmal wieder. Dankeschön. Vielen Dank. Thank you.